Moin Freunde und herzlich willkommen zum zweiten Spiel diese Woche, heute in Columbus, Ohio gegen die Columbus Blue Jackets. Sie haben ein Spiel bislang gewonnen, 6 Niederlagen kassiert, die Blue Jackets. Also auch in dieser Saison starten sie nicht optimal. 2 Siege, im letzten Spiel gab es dann doch noch einen Sieg. Und wir sind heute in der Nationwide Arena, dem Zuhause der Blue Jackets. Für uns Colorado Avalanche läuft im Moment sehr gut. Hoffen wir, dass wir genau diese Siegeserie aufrechthalten können. Schauen wir mal. Meistens sind ja solche Mannschaften, wo ich eigentlich denke, die sind vermeintlich schlechter, dass wir da dann mega auf die Fresse kriegen. Ich erinnere nur an mein NHL. Ich habe schon wieder vergessen. 14 oder 13? Auch Spiel gegen die Columbus Blue Jackets. 9-1 oder 9-0 hieß es am Ende, wo ich echt gedacht habe, so Leute, ich gehe echt brechen, ohne Witz. Aber es passiert. Warten wir es ab, was noch passiert. Heute will ich auf jeden Fall den Sieg. Semyon Varlamov, der ist richtig gut drauf momentan. Hält hier wirklich ein ums andere Mal fast unmögliche Schüsse ab. Trotzdem nur 87% im Tor. Aber das ist was, da lege ich hier überhaupt kein Augenmerk drauf. Also wenn ich es beim Goalie-Mode mache, dann ist es eine Sache. Aber sonst ist es eigentlich relativ unerheblich, dass ich mir sage, nö, brauche ich jetzt nie unbedingt. Gucken wir mal, wohin das alles noch so geht. Wohin das alles noch so führt. Und jetzt erstmal Landeskog. Schnelle, lange Scheibe auf Bloody. Der kommt aber nicht durch. Drehen wir erstmal ab, spielen dann rüber und dann vielleicht die Chance. Eigentlich wollte ich da Gabriel Landeskog anspielen. Da kam die Scheibe nicht ganz an. Jetzt auf der anderen Seite die Chance für Calvert. Und die Columbus Blue Jackets. Aber auch hier zu inkonsequent. Und es geht wieder in die andere Richtung. Können wir hier was machen? Bloody mit der Möglichkeit. Rechts rüber gespielt. Und das ist McKinnon mit der 29. Jetzt viel Platz. Da ist es. 1-0. Colorado. 7 Minuten knapp gespielt. 6:59, um genau zu sein. Und Nathan McKinnon und Tyson Barry mit den Assists. Sergei Bobrovsky, der Torhüter, keine Chance. Und das war ein richtig gutes Tor. Das war ein richtig wichtiges Tor. Die Führung also bei den Columbus Blue Jackets. Rachel. Oh, heftiger Check, sehr schön. Da ist wieder Tyson Barry, dann auf O'Reilly. Und jetzt die Scheibe nach vorne über Baldwin auf Deschin. Jetzt muss er nur irgendwie abspielen. Irgendwie muss die Scheibe in Anisimov. Deschin auf O'Reilly. Baldwin. Rübergespielt. Schade. O'Reilly auf Deschin. Dann auf Johnson. Dem bricht der Schläger. Es ist umkämpft hier im ersten Drittel. 7 Minuten sind es noch. Columbus bislang kaum eine Möglichkeit, sich hier irgendwie zu befreien. So, Blattmann wieder dabei, gleich in die Defensive. Horton, Eriksson, Achtung, das war ein sehr guter Spielzug. Aber Semyon Varlamov, der macht es bislang sehr, sehr gut. Hält hinten dicht, damit wir vorne aufbauen können. Und klar, irgendwann geht mal ein Tor. Und das ist wieder so typisch. Das kann einfach nicht wahr sein. Es ist so unfair. Wie kann man denn so ein Ding reinbekommen? Alter, das gibt's doch nicht. Also beschissener geht's echt nicht mehr, ne? Mann. Unglaublich. Tja, manchmal glaube ich es halt echt nicht, was da für Schüsse zum Torerfolg führen. Ja, ich stand links, aber Spieler nach rechts, ja kein Ding. Jetzt machen sie gleich die Führung. Oh, sehr schön. Jetzt komm, Bloody, mach One-on-One, deine Spezialität. Speciality, yes, man, bam. 2-1, erneut die Führung für Colorado. Wunderschön gemacht. Und das lässt er sich nicht zweimal sagen, hier dieses Ding zu machen. Nathan McKinnon mit der hervorragenden Vorarbeit. Und das war wunderschön. Da steigt Bobrovsky aus. 2-1, Colorado. Und meine Stimme ist, keine Ahnung warum. Ich habe eigentlich jetzt nicht so viel geredet in letzter Zeit, aber es ist gerade irgendwie, dass ich sage, oh, oh, oh. Vorsichtig. Muss heute vielleicht noch was anderes aufnehmen. Morgen dann NHL vorm Stream. 5 Sekunden noch. Kann ich gleich einen Hattrick noch machen? Nein. Bobrovsky hält.
2:1 bei der Tor von Blattmann nach den ersten 20 Minuten. Und das ist schon mal sehr, sehr gut. Beide mit jeweils die Hälfte der Schüsse die Treffer erzielt. 4 Schüsse auf Seiten der Avalanche, 2 Tore, 1 Schuss, beziehungsweise 2 Schüsse auf Seiten der Blue Jackets. Und dabei ein Tor. Ah, abseits, das war blöd. Murray mit 12:10, Zeit auf dem Eis. Anisimov mit dem Bulli gewinnen. Day of Wharton. Headman, vorsichtig. Ist das Headman von den Tampa Bay Lightning? Victor Headman? Oder ist das überhaupt Headman? Abseits. Fuck! Millimeterentscheidung. McKinnon auf Johnson. Wieder die Scheibe nicht rausgekriegt. Calvert, Achtung, Johansson, sehr gut. Und dann weg damit. Oh, fährt verletzt hier zurück. Scheint wohl was passiert zu sein am Fuß. Oh, kommt die mit? Ah, Savard. 13,5 Minuten. Alter, komm, spiel die Scheibe weg. Semyon Varlamov. Meine Fresse, sehr schön, wieder eine lange Scheibe. Ah, kann er wieder durch? Kann er wieder durch? Aber Borowski. Der alte Fuchs. Diesmal hält er ihn fest. Keine Chance. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Am 11. September übrigens, habe ich gerade gelesen, beginnt die erneute Spielzeit der deutschen Eishockey-Liga. Krefeld den auf... Ja, das kann doch alles nicht wahr sein. Wie oft denn noch diese abgefuckten Abspieldinger da? Jedes Mal mit dem eigenen Mann. Hör mir doch auf, EA. Das ist jemand anderes, Headman. Guckt euch das doch mal an, was für eine Scheiße, ganz ernsthaft. 2 so behinderte Missgeburtentore. So ein Bullshit. Und jedes Mal gegen die fucking Columbus Blue Jackets. Gegen die größte behinderte Mannschaft auf dieser fucking NHL. Mann, 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 Mann. Das kann doch nicht gehen, 2 so beschissene Tore zu kassieren. Ernsthaft jetzt? Auf jeden Fall am 11. September, wie gesagt, beginnt die DL-Saison. Krefeld mit dem Auftakt bei den Augsburger Panthern. Und da ist die Führung, sehr schön. Verzögerte Strafe damit aufgehoben. Erneut die Führung für die Colorado Avalanche. Aber trotzdem, mich fuchst sowas. Ryan O'Reilly, Rupp und Baldwin. Oh. Sehr schön. Hält den Stick hin, der Kapitän. Und fällt die Scheibe unhaltbar für Bobrovsky ab. Aber diese Gegentore auf die Art, das fuchst mich mega. Und das ist das, was halt einfach... Ja. Natürlich. Alles wieder für den Gegner. Das ist so geil, echt. Das ist so geil. Und dann hau ich noch daneben. Das ist so zum Kotzen. Check out our team website for video highlights, player features, and great merchandise from our online store. So, 3:3, das ist viel zu bitter. Bobrovsky und Varlamov, wahrlich keine gute Leistung heute. Vor allem mit den wenigen Schüssen. So, nachsetzen gegen Savard. Murray auf Foligno. Wir verlieren es bestimmt noch, pass auf. Irgendeine Scheiße passiert wieder. So wie jetzt. Wo ist denn die Scheibe? Ah, sehr schöner Pass durch die goldene Mitte. Dann die Chance. Aber dieses Mal scheitere ich. Jetzt wird der Schalter umgelegt von EA. Oh, Calvert muss einstecken. Sehr gut. Komm. Schade. Mann, Mann, Mann. Ey, Leute. Das kann es doch absolut nicht sein.
Komm schon, setz jetzt mal nach. Wir kommen auch nicht an die Scheibe. Was ist denn jetzt los, Leute? Jetzt steht hier gleich 4-3 für Columbus. Meine Herren, ist das bitter. Was? Wir werden so gefickt gerade von diesem Scheißspiel, ohne Witz. Was ist denn jetzt passiert? Ja, natürlich. Wo war denn das bitte ein Stockschlag? Erzähl's deiner Mama, Alter. Hey, wir werden gerade so abrasiert von dem Spiel. Vladi muss verlieren. Das war nix, oder wie? Bein stellen, Freunde? Alter, was geht eigentlich ab? Heiliger Strohsack, bin ich wieder auf 190. Spiel Nummer 2 in der Woche. Ja, natürlich. Halt's Maul. Es ist so abgefuckt, vorherbestimmt, diese Wichse, Alter. Es ist so zum Heulen. Weißt du, da führst du dreimal, kriegst dann zwei so behinderte Tore rein und dann noch so ein beschissenes Powerplay. Alter, wo überhaupt kein Powerplay war. Ganz ernsthaft. Erzähl's deiner Oma, dass das überhaupt kein Stockschlag war. Mann. Bei dem Spiel, da kannst du nur gefickt werden. Ansonsten kannst du... Auf normale Weise kannst du nicht verlieren, ne? Dass einfach mal Pech dabei ist. Nein. Er muss immer über so eine Scheiße gehen, ey, ohne Witz. So, ab dafür. Wir haben nicht mehr viel Zeit. 2 Minuten noch. Landeskog. Da ist aber auch... Ja, natürlich. Jetzt zeig's mir doch, du Wichser. Oh, ich hab echt die Schnauze voll schon wieder. Wenn's nur immer so geht... Eieiei. Ja, und dann wieder der abgefuckte Check, den du immer kassierst. Ach, hör mir auf, ich hab keinen Bock mehr. Dreckspiel. Weißt du, dann hüpft er über uns drüber. Ah! Mit jeder Möglichkeit. Nimm doch jetzt mal die Scheibe nach vorne, Alter. Mann. Das gibt's einfach nicht. Immer gegen solche Deppenmannschaften. Columbus ist klar, Digga. Die haben 2 Spiele verloren, die Penner. Gewonnen. Und den Rest verloren und dann kommt Colorado mit so einer Bombenstatistik. Und natürlich gewinnt Columbus, ist klar. Erzähl's eurer Oma. 8 Schüsse, 4 Tore, Alter. Was ist mit Varlamov? 50% Saves in einem NHL-Spiel. Spiel doch Kindergartenliga oder was weiß ich. Das kannst du echt keinem erzählen. Never, ohne Spaß. Ne. Ich brech ab. Ich brech echt ab. Die erste Niederlage nach regulärer Spielzeit. Natürlich gegen so einen Wichsverein wie Columbus. Also alle Columbus-Fans, es tut mir echt leid, aber ne. Nashville führt vor Dallas, San Diego, Colorado, St. Louis, Chicago, Winnipeg und Minnesota. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst mir ein Like da und sonst sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, euer Bloody LP.